Moin zusammen. Willkommen auf dem Lyra Talk bei dem MRM CD23. Wer von euch arbeitet denn so in der IT? Packt mal die Hände hoch. Ja, das ist der gute Großteil. Ich auch. Und alle, die ihr in der IT arbeitet, ihr werdet mir zustimmen, das ist der einfachste Job, den man nur haben kann. Software wächst inzwischen auf dem Paketmanager-Baum, man muss sie nur pflücken. Wir brauchen keine Server mehr, denn wir haben die Cloud. Und insbesondere brauchen wir keine Experten mehr, denn wir haben ChatGPT. Lyra ist einer dieser Oldschool-Experten, der versucht, seinen Job zu behalten. Und er wird heute versuchen, uns davon zu überzeugen, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, wie es aussieht. Lyra! Ich glaube, mein Herrat hat mich gerade alt genannt. Okay. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Mal ungewohnt von unten nach oben schauen. Normalerweise ist die Bühne erhöht und das Publikum weit unten. Wer Genickstarre kriegen? Mikro? Ja, funktioniert wunderbar. Herzlich willkommen, wir sind auf der MRM CD23, das wäre der zugehörige Hashtag. Ich bin der Lyra. Ich mache seit über 40 Jahren IT. Als ich angefangen habe, hatte ich Haare und die waren nicht weiß. Viel meiner Zeit verbringe ich im Behördenumfeld. Geschichten dazu gibt es beim Dschung unten. Wer von euch ist, komm rein, setz dich. Was denn? Ich habe eine Postkarte. Ja, dann komm doch her. Das ist die richtige, ja. Dankeschön. Das ist die ich weiterleiten muss. Alles klar. Perfektes Timing. So, nochmal. Wo war ich denn geblieben? Genau. Wer von euch ist zum ersten Mal in einem Talk mit mir? Oh, schön. Herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wer es von euch schon wusste. Ich habe jetzt mit einem lieben Freund aus Wien, mit McClemmon, haben wir eingeführt, wir wollen mehr Audience Participation, mehr Diskussion, mehr Interaktion mit dem Publikum. Und das Publikum ist meistens schüchtern. Wie wir alle, ne? Also wir arbeiten in der IT, wir wollen nichts mit Menschen zu tun haben, wir wollen nicht kommunizieren, am besten nur per Chat, wenn überhaupt, aber am besten gar nicht und einfach nur still arbeiten. Das heißt, Nerds muss man ein bisschen locken, auch mal das Mikrofon in die Hand zu nehmen und hineinzusprechen. Übrigens, wenn ihr ins Mikrofon sprecht, vor den Mund halten, ordentlich. Ja? Und um euch da ein bisschen zu motivieren, gibt's von uns, von mir in diesem Fall, Mannerschnitten. Die sind vegan, sollten für einen Großteil von euch verträglich sein, hoffentlich. Wenn nicht, bitte ablehnen. Ich habe jetzt nur ein kleines Problem. Normalerweise sage ich, für jede Frage gibt es eine Mannerschnitte. Dann geht natürlich sofort die Hand, irgendwo im Publikum die Hand hoch. Jede Frage, darauf ist meine Antwort, ja natürlich, jede Frage. Hier hast du deine Mannerschnitte. Das kann ich hier nicht spielen, weil ich bin jetzt seit 5 Wochen nicht in Österreich gewesen und bin daher nicht beim Mannershop vorbeigekommen. Und sämtliche Rewes in der Umgebung haben keine. Ich weiß nicht warum. Genau. Aber Gott sei Dank, haben wir noch eine eiserne Reserve an Mannerschnitten gefunden. Danke dafür. Das heißt, ich muss das heute ein bisschen einschränken und auf ein bisschen sinnvoll, soweit man bei meinen Talks von sinnvoll reden kann, sinnvollere Fragen einschränken. Ich hoffe, das ist für euch okay. Falls jemand von euch keine Mannerschnitte für eine sinnvolle Frage bekommen sollte, bitte mich bei den nächsten Events darauf ansprechen. Da habe ich dann wieder die Palette mit und kann rausgeben. Aber eigentlich sollte es auch so funktionieren, ohne dass man Leute besticht, aber ich habe gemerkt, es geht einfacher mit. Gut, wir sind auf der MRM-CD. Das Thema heißt, wem gehört die Wirklichkeit? Ich habe das Thema gelesen, habe mir dann gedacht, okay, was ist denn Wirklichkeit? Weil wem gehört die Wirklichkeit, muss man erst einmal definieren, was gehört mir dann, wenn mir die Wirklichkeit gehört, ne? Zum Beispiel. An und für sich habe ich für derartig philosophische Fragen Personal.
Konkret meinen kleinen Bruder, der hat das nämlich gelernt, er ist Magister der Philosophie. Also er hat ein Semester Informatik gemacht, hat festgestellt, alle Prüfungen auf sehr gut, hat festgestellt, na, das ist nichts und hat dann was Ordentliches gemacht, also Philosophie. Ja, über meinen Sohn wollte er jetzt auch Informatik, nein, ein andermal. Mein Bruder hatte aber keine Zeit, also ich meine, so Privatleben und Erwerbstätigkeit und so. Jetzt habe ich das in alter weißer Mann-Manier halt dann selber machen müssen, weil es kann ja kein Thema geben, zu dem ich nichts sagen kann. Also muss ich mich mal selber schlau machen und habe mal versucht zu definieren, was ist Wirklichkeit. Prinzipiell habe ich gelernt, okay, die Begriffe Wahrheit und Wirklichkeit bzw. Realität werden oft synonym verwendet und unterscheiden sich. So laut der Literatur, die ich jetzt gefunden habe, ist die Wirklichkeit ist oder weist auf etwas, das wirksam ist, das sich verwirklichen kann, und ihr Gegenteil ist die Unwirklichkeit. Also diese philosophischen Texte sind faszinierend. Wohingegen die Wahrheit das Erkennen der Wirklichkeit ist. Und das Gegenteil davon natürlich das Unwahre oder die Illusion. Ah, okay, gut. Illusionen, Träume, wer mein Alter ist, kennt dieses Plattencover. Die anderen können es nachher auf YouTube nachhören. Das Thema Wahrheit ist natürlich ein Thema, das die Philosophie schon länger begleitet. Man kommt, wenn man über Philosophie spricht, um Aristoteles nicht herum. Und in der Philosophiegeschichte war über weite Strecken die dominierende Wahrheitstheorie die sogenannte Korrespondenz- oder Adäquationstheorie. Man muss fürchterlich aufpassen, dass man sich mit diesen Fremdwörtern nicht plombiert. Und diese Korrespondenztheorie geht davon aus, geht von Wahrheit als Übereinstimmung gedanklicher Vorstellungen mit der Wirklichkeit aus. Das heißt, ihre Vertreter verstehen Wahrheit grundsätzlich als eine Relation zwischen Bezugspunkten. Sie ist demnach die Übereinstimmung von Sache und Wort. Es geht also um die Übereinstimmung von Aussagen oder Urteilen mit einem Sachverhalt, einer Tatsache oder der Wirklichkeit im Sinne einer konkreten Wiedergabe. So, also im Prinzip Relation zwischen Beziehungspunkten. Kann man, wenn man ein bisschen technisch affin ist, wo ich jetzt bei diesem Publikum hier ausgehe, kann man sich ein bisschen was vorstellen. Ja? Dann kamen aber noch ein paar andere daher. Zum Beispiel die Vertreter des deutschen Idealismus stellten das Prinzip der Subjektivität in den Mittelpunkt ihrer Philosophie. Da heißt es dann, es gibt keine wahre Aussage, denn die Position des Menschen ist die Unsicherheit des Schwebens. Poetisch bis zum geht nicht mehr. Wahrheit wird nicht gefunden, sondern produziert. Sie ist relativ. Okay, da kann ich auch noch schweben, ja. Fein. Dann gibt es die Disquotationstheorie. Die Wahrheit hängt mit der Realität zusammen. Der Satz Schnee ist weiß ist genau nur dann wahr, wenn Schnee weiß ist. Also das klingt für mich schon so, wie wenn ich mich mit meinem Manager unterhalte. Das ist dann so oft. Kein Satz ist für sich wahr, die Realität macht ihn wahr. Okay. Ich persönlich habe dann eigentlich mich sehr wohl gefühlt mit der sogenannten Minimaltheorie. Die Eigenschaft wahr entzieht sich jeder begrifflichen und wissenschaftlichen Analyse. Danke, fertig, wieder schauen. Passt. Ja. Da gibt es jetzt noch ganz viel zum Nachlesen. Also ich würde mich freuen, wenn jemand vielleicht aus der Geisteswissenschaft da mal vielleicht einen Vortrag machen würde. Ich hätte mich auch gefreut, wenn hier der CFP für diesen Event ein bisschen breiter gestreut wäre, weil so zwei, drei Philosophinnen oder Philosophen hätten uns hier, glaube ich, auch gut getan. So ein bisschen mal Wahrheitsabgleich, Realitätsabgleich, immer fein. Aber, und da habe ich mich dann auch sehr gefreut, es gibt dann auch noch den sogenannten radikalen Konstruktivismus, ist auch mit einem österreichischen Vertreter. Der radikale Konstruktivismus ist eine Position der Erkenntnistheorie aus dem 20. Jahrhundert, also das ist ungefähr so alt wie ich, und beantwortet die Frage nach der Wirklichkeit auf eine verblüffende Art und Weise. Der radikale Konstruktivismus geht nämlich davon aus, dass wir Menschen die Welt nicht vorfinden, sondern dass wir sie erfinden. Das heißt, die Realität ist für jedes Individuum immer nur eine Konstruktion seiner eigenen Sinnesreize und seiner Gedächtnisleistung. Was bei mir Tragödie ist, weil meine Gedächtnisleistung ist, ich bin ein alter Mann.
So, ein Vertreter dieses radikalen Konstruktivismus war Paul Watzlawick, ein geborener Österreicher, Philosoph, Psychotherapeut und Kommunikationswissenschaftler, der dann bis zu seinem Tode in Palo Alto gelehrt und geschrieben hat und hat diese Definition, dass wir also die Realität für jedes Individuum eigen ist, anhand einer kleinen Geschichte erzählt. Und zwar beschreibt er einen Mann, der alle 10 Sekunden in die Hände klatscht. Ja? Dann kommt jemand vorbei und fragt ihn, warum klatscht du da die ganze Zeit in die Hände, so im 10-Sekunden-Rhythmus. Ne? Und bekommt als Antwort, um die Elefanten zu verschrecken. Ja? Okay, der Mensch, der da vorbeigegangen ist, meint dann, aber hier gibt es doch keine Elefanten, sagt der Mann, der da klatscht. Na siehst du, funktioniert doch. Ja? Also jede Warnung ist vollständig subjektiv. Das heißt, die Objektivität im Sinne einer Übereinstimmung von wahrgenommenen Bild und Realität ist unmöglich. Und das ist die Radikalität, also die Kompromisslosigkeit dieses radikalen Konstruktivismus. Der Herr Watzlawick wollte mit, also beziehungsweise andersrum, kennt ihr dieses Verhalten aus der IT? Also mir heißt das sofort, mich hat das sofort an mein Berufsleben erinnert. Ja? Wieso fahrt ihr die Server bei jeder Zeitumstellung, Sommer, Winterzeit, Winterzeit, Sommerzeit, warum fahrt ihr da alle Server runter? Naja, wir hatten einmal vor 15 Jahren Probleme und jetzt fahren wir die einfach immer vor der Zeitumstellung runter, nachher wieder hoch und alles ist gut. Das ist genau dasselbe wie ich klatsche und dafür kommen keine Elefanten in den Raum. Ja? Also jeder Sys-Admin oder SAE, wie sie jetzt heißen, Site Reliability Engineers, sagt sich so, nee, ich will eigentlich die Root Cause wissen. Warum? Das hat nichts mit dem Klatschen zu tun. Warum gibt es hier keine Elefanten? Watzlawick wollte mit diesem Beispiel auf zwei Dinge verweisen und das ist uns ITlern eigentlich auch relativ klar. Einerseits die Sinnlosigkeit, mit großem Aufwand ein Problem zu bekämpfen, das gar nicht existiert. Also auch etwas, was wir aus dem täglichen Berufsalltag kennen. Ne? Und manche Menschen machen sich ganzen Job draus. Das ist nämlich das Zweite, worauf er hinweisen wollte, nämlich die Hybris mancher Menschen, eine problemfreie Situation der eigenen Aktivität zuzuschreiben. Die Elefanten gibt es nur nicht, weil ich hier sitze und klatsche. Ich glaube, wir kennen alle Kolleginnen und Kollegen, Manager, die so agieren. Das Beispiel kommt aus dem Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Das ist bitte kein Lehrbuch für Systemadministratoren. Ja? Das ergibt sich automatisch. Sondern es wurde von ihm eigentlich als Gegenstück zu der vor allem in den USA weit verbreiteten Ratgeberliteratur verfasst in den 70ern und ist dann selber zum Bestseller geworden. Und dieser Anti-Ratgeber ist sehr, sehr schön zu lesen. Also ich kann euch nur empfehlen, schaut da mal hinein. Das ist wirklich ein sehr, sehr lustiges Buch, das auch zum Andenken, Nachdenken anregt, ob man nicht vielleicht doch was ein bisschen anders machen möchte. Also jetzt abgesehen von den Klatschen und dann kommen keine Elefanten. Dieser Wahrheitsbegriff kommt natürlich nicht nur in der Philosophie vor. Ne? Also gibt es natürlich andere Bereiche. Was wären wir alle ohne unsere Juristinnen und Juristen? Das heißt, der Wahrheitsbegriff findet sich auch in der Rechtswissenschaft. Hier wird prinzipiell unterschieden zwischen dem Wahrheitsbegriff im Zivilprozessrecht und im Straf- bzw. Verwaltungsprozessrecht. Auf die Details gehe ich nicht ein. Auch hier wieder, wenn sich hier jemand berufener fühlt, zum Beispiel, ich denke da jetzt an Wawuschel, wenn sie wieder mal Zeit hat, könnte sie gerne einen Vortrag machen. Hier gibt es dann nämlich zum Beispiel interessante Abwägungen. Ist jetzt die Wahrheit wichtiger oder sind andere Bereiche aus dem Recht in dubio pro reo, also im Zweifelsfall den Angeklagten? Das heißt, hier muss eine Abwägung stattfinden, ob jetzt hier die Wahrheit wirklich das ist, was wir herausfinden wollen oder ob nicht was anderes wichtiger ist. Aber wie gesagt, da lehne ich mich jetzt überhaupt nicht aus dem Fenster. Da gibt es hoffentlich Berufene. Da, wo wir uns relativ gut auskennen, glaube ich, also auch hier im Publikum, ist die Wahrheit im Natur- oder technischen, wissenschaftlichen Bereich. Hier gilt eigentlich immer die Messung, die Praxis, das Experiment als praktischer Beweis des primären und hinreichenden Kriteriums der Wahrheit. Das Problem hierum ist wieder, wir kennen es wahrscheinlich alle, die schon einmal Elektrotechnik oder sowas in der Richtung gemacht haben, wer misst, misst, misst.
die deutsche Sprache ist so schön. Wer viel misst, ist misst noch viel mehr Mist, genau. Das heißt, hier geht es dann auch wieder um den Begriff der Wahrheit im Sinne der Messunsicherheit, Statistik etc. Was ist hier jetzt wahr, ist auch hier keine einfache Antwort. So, damit waren einmal so 2 Wochen Vorbereitungen durch bei mir. Ne? So, was ist Wahrheit? Ich bin ein bisschen schlauer geworden, aber nicht viel. Und bin dann wieder zurück zum Text des CFPs, also des Call for Participation. Und da ging es eben darum, unsere Realität unterliegt einem starken radikalen Wandel. Das ist jetzt für jeden Mensch, der in der IT arbeitet, nichts Neues hoffentlich. Also so, wer in eine IT-Ausbildung hineingeht und meint, ich lerne einmal was und das reicht dann bis zur Pension, bis zur Rente, surprise, nope. Das heißt, der radikale Wandel ist vielleicht manchmal nicht so radikal, aber ich habe in meinen 40 Jahren IT doch schon einige Wandel auch erlebt und miterlebt, mitgestaltet. Das ist etwas, das ist für uns nichts Neues. Ja, jetzt Klima etc. ist ein bisschen eine andere Dimension, aber so. Und ja, ich rede von Menschen hier, ich rede nicht von Politikerinnen. Das ist Neuland, anderes Thema. Das heißt, der CFP hat dann die Frage gestellt, wem gehört die Wirklichkeit, wem gehört die Wahrheit, wer definiert Wahrheit? Und bei mir, ich bin ein Mensch, ich lebe sehr viel auch in Medien und in Filmen und in Filmreferenzen. Ich habe ja auf der GPN da auch einen Talk zugemacht. Das Erste, was mir bei dem Satz, wem gehört die Wahrheit eingefallen hat oder wem gehört die Wirklichkeit eingefallen ist, ist dieses Zitat aus dem Film A Few Good Men. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. You can't handle the truth. Ja? Sensationeller Film, einer der wenigen Filme, wo ich Tom Cruise tatsächlich aushalte, weil die Rolle sehr gut zu ihm passt. Unsympathler-Rolle, sehr schön. Und Jack Nicholson halt einfach den Psychopathen, ich glaube, da braucht er sich nicht mal verstellen. Ich kenne ihn nicht privat, aber also wirklich sensationelle Szene ist im Prinzip auch die Schlüsselszene im Film. Ich spiele sie hier nicht, weil ich mag das VOG als Freund und wir wollen jetzt nicht irgendwelche Urheberrechts- und sonst was Verletzungen mit Diskussionen und YouTube und sonst was haben. Das heißt, schaut euch das selber dann auf YouTube oder auf einem Medium eurer Wahl an. Guter Film, sehr gutes Drehbuch von Aaron Sorkin. Aber der Punkt eben, wir können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Das ist etwas, was uns in der IT auch begleitet. Beziehungsweise wir können sie nicht vertragen, beziehungsweise wir wollen sie gar nicht sehen. Ich will nicht die Wahrheit sehen. Was ist die Wahrheit in der IT? Die Wahrheit in der IT, schlussendlich läuft das raus auf Nullen und Einsen. Ja, irgendwo auf irgendeiner Leiterpanne ist ein PNP-Transistor und der hat 0 oder 1, hoch oder niedrig, true oder false. Wobei ich true und false in dem Fall einfach nicht mag, 0, 1 ist hier viel besser, weil das ist klarer. Wahr und falsch, was ist wahr? Sind wir wieder bei der Philosophie. Das heißt, was wir machen ist, wir wollen uns aber nicht mit Nullen und Einsen herumsetzen, sondern wir wollen das neueste JavaScript-Framework der Woche ausprobieren oder wir wollen mit DaVinci den letzten Film die Menschen, die beim Marktplatz am Camp im Hintergrund waren, rausblurren oder sonst irgendwas. Ja? Das heißt, was wir machen ist, ich will nicht Nullen und Einsen herumschieben, ich will einfach einem Tool sagen, hier mach was. Das heißt, wir abstrahieren uns weg, wir abstrahieren uns diese Nullen und Eins weg. Ja? Und das haben wir in der IT zur hohen Kunst erhoben. Ja? Hallo? Ah, ich sollte vielleicht den richtigen Knopf benutzen. Abstraktionsebenen, also es ist Zwiebelmodell. Wir packen in der IT gewohnheitsmäßig alles in Abstraktionsschichten. Und wenn wir fertig sind, dann fangen wir die nächste Abstraktionsschicht an. Und bevor wir fertig sind, fangen wir die nächste Abstraktionsschicht an. Weil während ich das eine Problem wegabstrahiere, fällt mir ein, dass man das doch viel eleganter machen könnte. Dann machen wir es gleich neu. Nochmal neu. Das ist ein Thema und das wird in der IT und vor allem im Software Development, ich bin Systemadministrator, kein Software Developer, man wird es vielleicht noch ein oder zweimal merken. Gerade die Software Developer am liebsten, also wenn sie nicht refactoren, was ihnen auch super gut gefällt, dann tun sie gerne abstrahieren. Neue byzantinische Gebilde bauen bis zum Abwinken. Das heißt, ich möchte jetzt gerne mal einfach, um das ein bisschen weiterzuentwickeln, einmal das an einem Beispiel so ganz grob anreißen. Es ist wirklich nur ein ganz grober Anriss.
Ich hätte da gerne einen Designer dazu, mit dem ich das nochmal hübsch grafisch aufbereite, vielleicht so als 8-Bit-Pixel-Grafiken oder so. Ich habe mir mal die Frage gestellt, wir brauchen eine Desktop-Applikation. Ne? So anhand dessen einmal so, wie abstrahieren wir uns hier die Nullen und Einsen weg? Ja? Desktop-Applikation, üblicherweise, okay, ich brauche irgendwie Compiler, Framework vom Hersteller, also Windows, irgendwie, wie heißt das, Visual Studio oder sonst irgendetwas. Oder halt GTK unter Linux oder sonst irgendwas. Aber das ist ja, wir sind 2023, das macht man ja alles nicht mehr. Wir machen Elektron, wir machen eine Elektron ab, weil es kann ja niemand mehr Desktop-Applikationen bauen. Wir können ja alle nur noch Webseiten bauen. Web-Applikationen bauen. Das heißt, wir machen Elektron. Elektron, super, ich brauche meine Developer im Keller unten nicht umschulen, die bauen einfach wieder ihre Web-Applikation, Pizza unter der Tür durch. Was macht Elektron? Elektron vereint mir einen Browser, einen Chrome-Browser, Chromium-Browser und die Sprache der Wahl natürlich Node.js, also Framework, Entwicklungsumgebung, tralala, Node.js, weil ich meine, Node.js ist natürlich das Tool der Wahl, weil eine Sprache, die einen derartigen Output liefert, ist natürlich ideal geeignet, um Desktop-Applikationen zu sprechen. Das heißt, wir haben hier schon mal unsere erste Abstraktion, wir haben einen Browser drinnen. Jetzt schreibe ich meine Applikation, die schreibe ich in Node.js, da läuft JavaScript und CSS und HTML etc. Das Ganze wird im Chromium, aber in einer Sandbox ausgeführt. Das heißt, das läuft nicht einfach so und hat direkt Zugriff auf die Festplatte und auf mein Netzwerk und sonst irgendwas, sondern da wird jeder Zugriff, jeder System Call, da kommen wir gleich dazu, überprüft, darf der das? Da darf denn der das? Das heißt, diese Sandbox ist meine zweite Abstraktionsschicht, die abstrahiert mir meine Windows-API-Calls weg, wenn ich das Ganze unter Windows mir zum Beispiel anschaue. Die Windows-API macht, zeichne mir eine Box, schreibe mir was auf die Festplatte etc. Diese Windows-API ist auch wieder verpackt in mehrere DLLs, Dynamic Link Libraries, die je nach Funktionalität dann unterschiedliche Dateien sind. Auch diese DLLs sind wieder ein Abstraktionslayer, weil ich möchte Funktionen, die ich mehrfach brauche, packe ich mir in eine Dynamic Link Library, dann können sie mehrere Applikationen nützen und ich habe sie aber nur einmal auf der Festplatte liegen. Das kommt so aus den Zeiten, wo Festplatten noch klein und teuer waren. Das ist natürlich super, weil es löst mir das Problem. Ich habe eine Funktion, die wird von mehreren Applikationen verwendet. Ich habe sie nur einmal. Super. Das heißt, das ist das Schöne daran. Das Schlechte daran ist, ich habe eine Funktion, die von mehreren Applikationen verwendet wird. Weil ich habe dann vielleicht mehrere Applikationen, die gleiche DLL nutzen, aber in unterschiedlichen Versionen. Die liegen dann alle auf der Festplatte. Und dann muss ich schon, lädt die Applikation auch wirklich die richtige Version der DLL, weil sonst funktioniert vielleicht irgendein Call nicht. Willkommen zu DLL-Hell, das haben wir in den 90ern und Nullerjahren gespielt. Das ist der Moment, wo man dann statisches Linken wieder als sehr freundlich empfindet. Genau. Das heißt, wir haben die Abstraktionsebene der DLLs, wir haben hier die Abstraktionsebene der mehreren DLLs. GDI 32 ist zum Beispiel dafür verantwortlich, Sachen auf dem Bildschirm zu malen. Auch hier wieder haben wir in diesen Libraries unterschiedliche Abstraktionslayer. Ich habe einen Abstraktionslayer, ich möchte ein Eingabefeld. Ich habe aber auch einen Abstraktionslayer, ich möchte eine Linie von Pixel 15 bis Pixel 57 in Zeile 35 malen. Auch das ist drin. Das heißt auch hier wieder mehrere Abstraktionslayer. Ja? Software-Developer lieben Abstraktionslayer. Was machen diese DLLs noch? Was macht diese Window-API noch? Sie stellt mir System-Calls zur Verfügung. System-Calls sind ein weiterer Abstraktionslayer. Ich möchte als Applikation nicht wissen, wie ich Daten in eine Datei hinschreiben muss. Ich rufe dazu einen System-Call auf. Hey, Kernel, schreib mir diese Daten auf die Datei da drüben. Ja? Und wenn der Kernel fertig ist, kriegt mein Prozess zurück, ja, funktioniert. Wer schon mal formal ausgebildet wurde in der IT, kennt so dieses Ring-Konzept für Kernel und User Space und etc. Abstraktionen, Abstraktionen, Abstraktionen. Das heißt, wir haben einen weiteren Abstraktionslayer, unsere System Calls. Super. Das ist noch so, wie ich es gelernt habe, so 90er Jahre, Nullerjahre.
die Welt hat sich natürlich weiterentwickelt. Das Ganze macht man jetzt nicht mehr so in Funktionsdenke und DLL-Denke, sondern wir machen das Ganze objektorientiert. In der Microsoft-Welt heißt das dann eben das .NET Framework, dass man dann objektorientierte Bibliotheken anbietet. Das heißt, ich kann Objekte bauen, Objektklassen bauen, ich kann weiter abstrahieren, ich kann weitere Klassenkonstrukte bauen. Also wir haben da Klassenkonstrukte gebaut, bis das Speicher gesagt hat, geht nicht mehr, will nicht mehr. Und auch hier wieder, diese Klassen, diese Objekte kapseln mir die Windows-API-Calls weg und stellen mir eben eine objektorientierte Handhabung zur Verfügung. Bei dem .NET-Ding kommt noch dazu ein weiterer Abstraktionslayer, dass wir nämlich .NET-Anwendungen als sogenannten Managed Code, also einen verwalteten Code laufen lassen, in einer eigenen Laufzeitumgebung, der Common Language Runtime, einer virtuellen Maschine, die den Code nicht in direkten Maschinenbefehlen ausführt, sondern als Bytecode, der dann erst wieder just in time durch den JIT in tatsächlichen Maschinencode umgewandelt wird, um auf dem Prozessor ausgeführt zu werden. Noch mehr Layers. Super. Ja? Viel mehr Layers. Jetzt habe ich schon gesagt, GDI 32 oder OpenGL oder wie sie alle heißen, diese Libraries, abstrahieren wir jetzt von der Entwicklersicht das Ganze weg. Ich möchte jetzt aber auch als Entwickler oder als Systembetreiber nicht unterscheiden müssen, habe ich da jetzt eine Nvidia-Karte drinnen, habe ich da jetzt eine AT-Karte drinnen oder AMD ist es jetzt mittlerweile, man merkt, ich bin alt, oder ist es eine alte Herkules-Karte, die ich noch irgendwo gefunden habe und mit einem ISA auf PCI-Adapter über USB da irgendwie noch dazugehängt habe, ich will es mir gar nicht jetzt vorstellen. Das heißt, ich brauche auch irgendwo einen Grafikkartentreiber. Bei Nvidia kommt der Grafikkartentreiber gleich wieder mit einer Node.js-Instanz auch noch mit und manchmal auch noch mit einem Bitcoin-Miner, aber das ist eine andere Geschichte. Das heißt, auch hier wieder Abstraktionsebene. Wenn ich jetzt eine Applikation habe und vielleicht irgendeine Chat-Applikation, dann will ich auch Daten irgendwo rausschreiben. Ne? Das heißt, ich brauche auch irgendwie einen Treiber, eine Schnittstelle zu meiner Datenbank. Im einfachsten Fall ein S3-Store, also S3-kompatibler Store, empfehle ich, also im öffentlichen Bereich sage ich immer, nehmt S3, weil Public Money, Public Data, S3 hat bewiesen, ist ideal, um Daten zu veröffentlichen. Ich war ein bisschen böse, aber muss sein, ein bisschen böse. Könnte aber jetzt auch genauso eine relationale Datenbank sein. Das heißt, auch hier wieder, wenn ich jetzt eine relationale Datenbank habe, habe ich auch hier wieder nicht nur die Abstraktions-R, ich mache jetzt ein SQL-Insert, sondern hinter diesem SQL-Insert habe ich auch wieder eine Vielzahl an Schichten. Ne? Ich habe die tatsächliche physische Ablage der Daten auf rotierenden Rost, SSD oder sonst irgendetwas. Ich habe dann darüber Abstraktionsebenen für Indizes, für Baumstrukturen, damit ich die Daten auch schnell wiederfinden kann. Ich habe dann auf SQL-Ebene Views etc., wo ich wieder Daten auf diese Daten abstrahieren kann. Also auch hier wieder, wenn man da hineinzoomt, das ist Inception after Inception after Inception, das ist, könnte man einen eigenen Talk machen. apropos rotierender Rost, natürlich will ich eigentlich auch nicht wissen, wo ich jetzt hinschreibe. Ist das jetzt eine SATA-Platte eben mit rotierendem Rost? Ist das jetzt vielleicht schon eine schnelle NVMe Express, also Non-Volatile Memory, für die Abkürzung nicht kennen? Es könnte aber auch noch eine alte MFM Seagate-Platte sein. Ja, da outen sich dann die alten Herren. Früher, wir hatten ja gar nichts. War es ja so, da hatten wir einen anderen Abstraktionslayer. Da haben wir nicht direkt mit der Festplatte gesprochen, sondern da haben wir dem BIOS gesagt, schreib mir das auf die Festplatte. Mittlerweile übernehmen das alle die Betriebssysteme, mittlerweile direkt, deswegen ist das BIOS auch nicht mehr so relevant. Gut, jetzt haben wir Daten hinausgeschrieben in Datenbanken, auf Festplatten etc. Das heißt, auch hier zig Abstraktionslayer. Natürlich wollen wir auch Daten eingeben, das heißt, wir haben das Human Interface Device über USB, können wir auch Daten hineingeben, auch hier wieder. Da verweise ich auf diesen wundervollen Talk vom McLemmon zum Thema USB und USB-Versionen. Der erzählt euch mehr über USB, als ihr jemals wissen wolltet, aber auch das ist ein Inception ohne Ende und Abstraktionslevel ohne Ende. Was haben wir noch? Wir wollen Daten irgendwo hinsenden, das heißt, wir brauchen Netzwerk, wir brauchen Netzwerkkartentreiber. Bei Netzwerkkarten und Netzwerk
ich bin nicht quasi als Informatiker vertraglich verpflichtet, das OSI-7-Schichten-Modell an die Wand zu werfen. Ich muss mal mit Linus sprechen. Linus hat auf dem 2015er Camp das Ganze noch erweitert und hat noch ein paar Layer on top gesetzt. Da war dann noch Management, Politik, Religion oben drüber. Habe ich auch sehr schön gefunden. Und auch hier, also wenn man sich das jetzt so anschaut, Abstraktionslevel ohne Ende, nicht? Also ich kann jetzt als Programmierer, wenn ich so gut coden könnte, einfach einen TCP-Socket aufmachen. Das ist eine Abstraktionsschicht. Ich könnte aber auch noch eine Ebene höher geben und gleich eine HTTP-Verbindung, einen HTTP-Put zum Beispiel machen. Wenn ich einen HTTP-Put mache, abstrahiert mir das weg. DNS-Lookups zum Server, das Routing abstrahiert es mir weg. Wie finden die Datenpakete dahin? Der TCP-Level abstrahiert mir weg. Wenn mir eine Verbindung wegbricht, dass das umgeroutet wird, etc., habe ich hier meine Abstraktionsschicht. Und schlussendlich ganz unten, Ethernet abstrahiert mir dann weg, laufe ich über eine alte Token-Ring-Verkabelung, laufe ich über einen Klingeldraht, laufe ich über Yellow Wire oder laufe ich über eine ordentliche Fiber- oder Kupferverbindung? Ja? ISDN über Schnürsenkel. Hier ist es mir komplett egal. Ich mache einen HTTP-Put, weil ich Daten zu einem Server schicken will. Und wenn dazwischen irgendwo auf der Strecke eine Taube mit einer SD-Karte meine Daten rüberbringt, solange der Timeout lang genug ist, works for me. Geile Abstraktionsschicht, bitte. Ja? Ja, ich weiß, dass es eine RFC dafür gibt. Und die es nicht kennen, lesen die jetzt danach, zusammen mit Scenic Routing. Natürlich gibt es da Talks zu. Und wenn nicht, dann solltest du einen machen. April RFCs wäre ein schöner Talk einmal. So GPN oder so. Oder hier nächstes Jahr. Also, das ist ganz, ganz großes Kino, was da wegabstrahiert wird, wenn man sich das mal ein bisschen bewusst macht. Und das ist Zeug aus den 60ern, 70ern. Ja? Also, das waren schon kluge. Die Boomer waren nicht so dumm, wie ihr vielleicht immer glaubt. Ja? Manche. Dasselbe spielen wir natürlich auch für Memory. Auch hier wieder, früher, wir hatten ja gar nichts, hatten wir ja nur physisches Speicher. Das heißt, mehr gab es nicht. Virtueller Speicher gab es nur mit einer sogenannten Memory Management Unit. Das war früher ein extra Chip, den man aufs Motherboard stecken musste und kaufen musste und der schweineteuer war. Mittlerweile ist es in der CPU drinnen und alles ist fein und wir brauchen nicht mehr drüber reden. Aber auch hier, Speicherzellen refreshen, was früher, oder Knoten knüpfen für Ringkernspeicher etc. Also da haben wir ganz viel wegabstrahiert bei dem Thema. Selbiges Thema CPU. Wer von euch schreibt noch handgeklöppelten Assembler-Code, weil es schneller ist, als was der Compiler baut? Eben. Auch hier wieder, der Compiler ist für uns auch wieder eine Abstraktionsschicht, weil gerade bei den modernen CPUs mit dem Parallelismus, Caching etc., das kannst du nicht mehr handoptimieren, da ist jeder Compiler besser. Abstraktionsschicht, danke, will ich nicht mehr drüber nachdenken. Ja? Und am besten noch so, dass mir es wurscht ist, ob das jetzt eine Intel oder eine ARM-CPU oder sonst was ist und alles ist super. Kommen wir gleich nochmal dazu. Ja, und über Microcode und sonst was wollen wir auch nicht mehr reden. So. Das war jetzt so ganz grob das, was mir zum Thema Virtualisierung und Abstraktion eingefallen ist, wenn ich eine Desktop-Applikation haben will. Und dann bin ich auf Mastodon über WaveCity gestolpert. Das ist Audacity, das ist das Audio-Bearbeitungsprogramm, das ihr kennt. Das hat C-Code, das ist normaler C-Code. Das ist Audacity in einem Webbrowser als WebAssembly. Das heißt, was hier passiert ist, hier gibt es Menschen, die Code geschrieben haben, der diesen C-Code nimmt, in sogenannten Wasm-Bytecode kompiliert und das Ding dann nativ im Browser laufen lässt. Wurscht, ob der Browser auf ARM oder Intel oder sonst wo läuft. Und das Ding pfeift. Scheiß schnell. Wirklich, also es ist. Ha, noch eine Ebene drüber. Und unter diesem WebAssembly läuft natürlich all das. Ne? Ja, alle Stacks, alle Abstraktionsebenen. Und das Ganze dann in einer virtuellen Maschine und über RDP. Nein, geh weg. Aber
Es gibt jetzt eine Rettung, wir haben es heute schon bei CD gehört im Talk. Cloud rettet uns, ne? Cloud vereinfacht alles, Cloud, mit Cloud wird alles einfacher, solange deine Kreditkarte funktioniert, ist alles gut. Wir erschlagen Probleme mit Geld. Nein, das ist ein politisches Thema, ich mache Unterhaltung, nicht Politik. Wenn du was lernst, ist es ein Zufall, ein Unfall eigentlich. So, CD hat heute am Vormittag auch noch erzählt, ja, da setzt du dich in eine halbe Stunde hin, architekturierst dir hier so eine kleine Web-Applikation, nicht so drei Applikationsserver, ein Load Balancer davor, bisschen Redis hinten fürs Data Storage, diskussionswürdig anderes Thema. Dann schreibst du noch eine weitere halbe Stunde das Terraform-Skript dafür, das deployt dann in 10 Minuten und dann hast du deine Applikation online. Ja, aus der Sicht stimmt das schon. Das sind jetzt alles eigene Container, ne? Das lässt man alles in eigenen Container fallen. Das heißt, was brauchen diese Container? Diese Container brauchen Netzwerk. Wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, ist das alles ein eigener Node, eigene VM, wie auch immer man das dann deployt und Dings. Die brauchen dann alle einen virtuellen Ethernet-Adapter, die brauchen alle Netzwerk-Routing, die brauchen alle DNS. Das wird so mit Docker oder Podman wird das dann schon irgendwie ein bisschen unhandlich mit mehr als zwei Containern. Das heißt, ach, das abstrahieren wir uns weg, dann nehmen wir jetzt einfach Kubernetes. Dann wird das ja alles viel einfacher. Da brauchen wir einen API-Server, da brauchen wir einen etcdd, um die ganze Config zu speichern. Das Ganze dreimal an drei verteilten Standorten, weil wir wollen ja Hochverfügbarkeit haben. Ne? Und das ist nur mal so, also das oben ist nur mal so die Infrastruktur, ne? Control Manager, API-Server. Und dann haben wir unsere Nodes unten. Okay, das heißt, wir wollen die Applikation hochverfügbar machen. Drei Nodes an drei Standorten. Was müssen die machen? Die müssen miteinander kommunizieren. Das heißt, es gibt im Kubernetes ein Netzwerk. In diesem Netzwerk habe ich DNS-Server, habe ich BGP, habe ich Routing drinnen, habe ich IPv6, IPv4, also Legacy IP und IP. Richtige Benennungen. Davor brauche ich natürlich noch einen Load Balancer, das ist ja eh, das schüttelt man ja mittlerweile so, das kann man ja alles automatisieren, da gibt es ein Ansible-Skript dafür. Und das Schöne an Kubernetes ist, es ist so flexibel. Ja? Ich kann jetzt natürlich den Standard-Netzwerk-Stack verwenden, das ist Calico. Ich kann aber jetzt auch statt Calico dann irgendwie Flannel verwenden. Da ziehe ich mir mein Pyjama an, hole mir ein White Russian und tausche das Ganze mal aus. Und wie man sieht, es ist ja trivial. Ne? Also auf den ersten Blick sofort erkennbar, was hier passiert. Das Schöne an Kubernetes ist, es ist so flexibel, dass man eine Riesenauswahl an Plugins hat. Also du kannst dich hier wegabstrahieren bis zum St. Nimmerleinstag. Ich meine, es ist super spannend, es ist ein total spannendes Thema, aber ja, so. Das ist aber jetzt nur deine Kubernetes-Welt, das heißt, das ist nur, damit du mal deine Applikationen irgendwo in irgendwelche Podman-Container deployen kannst und die miteinander reden. Unter dem ganzen Zeug brauchst du immer noch ein Datacenter. Vorzugsweise heutzutage Software-Defined, das ist die VMware-Lösung. Da habe ich hier unten Netzwerk und Middleware und Serververwaltung. Und unter dem habe ich auf jeder einzelnen Box immer noch den ganzen Stack. Ja? Wenn man sich, also, das sind so, dieses Slide, das ist so leicht komplex, aber schön. Stellt sich die Frage, warum? So. Die Antwort auf einem CCC-Event auf die Frage, warum ist? Entweder weil es geht oder weil wir es können. Ja? Das ist fake it till you make it. Ich möchte ja noch ein bisschen ausholen. Es gibt nämlich noch einen zweiten Grund. Also prinzipiell ja, und der ist natürlich valide. Als ich jung war, wir hatten ja gar nichts. Ja? Gab es ein Spiel, das hieß Elite, das kam 1984 raus. Pubertierender Teenager, ja, in der Gegend. Das Ding hatte als erstes Computerspiel jemals 3D-Vektorformen als Raumschiffe, Open-Ended Gameplay, das heißt, das war nicht irgendwie fertig, hält Prinzessin gerettet Spiel aus, und hatte prozedurgerenderte Universen. Das heißt, jedes Mal, wenn du das Ding gestartet hast, das Spiel, hat das Universum anders ausgesehen.
mein Universum ändert sich auch gerade, aber da brauche ich nichts dafür tun. Das ist recht angenehm. Aber für das brauchen wir, für unser Universum jetzt, brauchen wir einen Computer, der heißt Erde und der ist relativ groß und komplex und den machen wir gerade kaputt. Ach, die Schnüre fallen auch. Ja, das ist, wir sind gleich durch. Das hält noch. Ist noch gut. Und das Ganze haben die Menschen damals gebaut in 32 Kilobyte RAM auf einer 2 Megahertz 6502 CPU, die sage und schreibe 3510 Transistoren hatte. Ja? So. Nullen und Einsen. Mittlerweile hat jedes Ding mehr. Ja? Das heißt, die Frage, also auf die Frage, warum tun wir uns diese ganze Abstraktionsschicht und so weiter an, ist meine Antwort jetzt, und das habe, also meine Antwort, ich habe da einen Tröd, beziehungsweise eine Tröd-Serie vom Chris Köntop, vom Isotop gelesen, und die hat mich dann auf diese Spur gebracht. Wir haben eigentlich gar keine andere Chance. Weil, nur um es euch zu verbildlichen, ich komme gleich dorthin, wo ich hin will. Der 8088, der erste, das was wir so als Intel-CPU kennen, jetzt in der Weiterentwicklung, ja, hatte 30.000 Transistoren. Also das waren schon deutlich mehr als der 6502 auf einem 30 Mikrometer Die. Ne, Mikro, ja. 30.000. Ja. Die Apple M1 Ultra CPU hat 114 Milliarden Transistoren auf einem Chip in 5 Nanometer gebaut. Ja, millionenfach mehr Transistoren. Ja. Und das Ganze in einem System on Chip, das heißt CPU, FPU, Floating Point Unit, Grafik, Neural Co-Prozessoren und RAM und Treibertransistoren, alles auf einem Ding. Bei der Ultra kann man darüber diskutieren, ob es eins oder zwei sind, aber ja. Wir haben so viel Rechenpower, dass wir nicht mehr wissen, was wir damit tun sollen. Ja? Es ist egal. Ja, also ich habe dann nochmal das Bildchen mir geholt. Hallo? Danke. Links nochmal die 8088 auf 33 Quadratmillimetern, rechts die Apple CPU auf ca. 950 Quadratmillimetern. Rechts. Links und rechts ist schwierig für Österreicher. Der hat jetzt gebraucht. Ja. So. Wir haben keine Zeit. Also. Das Moore's Law habt ihr wahrscheinlich hoffentlich alle schon mal gesehen, wenn nicht, bitte nachlesen. Moore's Law zeigt uns ganz klar, wir haben so viel Rechnerleistung, dass wir nicht wissen, was wir damit tun sollen. Ja? Es macht wirtschaftlich keinen Sinn, diese ganzen Abstraktionslehrer rauszuschneiden und nochmal unten quasi auf Bare Metal oder vielleicht knapp darüber anzufangen. Es rechnet sich nicht. Ich liebe meine Nerds, die aus dem Hackcenter kommen nach 4 Tagen Schlafentzug und Koffeinzufuhr und sagen, das muss alles weg und wir schreiben das jetzt von Grund auf in Assembler neu, weil dann können wir die Hardware voll ausnutzen. Ja, du hast recht, aber es macht betriebswirtschaftlich keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, weil im Deutschen kann man sie nicht machen, auch ein anderes Thema. Es ergibt keinen Sinn. Ja? Das heißt, diese Abstraktionsschichten, wir machen sie uns, damit wir damit leichter leben können. Das Problem ist, wir abstrahieren uns die Probleme weg und denken nicht mehr nach. Das macht dann wer anderer. Ja, wer ist denn der andere oder die andere? Wer schreibt denn den Low-Level-Code, der uns das dann wegabstrahiert? Irgendwann ist niemand mehr da, der uns das wegabstrahiert. Aber schließen möchte ich mit zwei Statements. Das eine ist von David Wheeler. Das ist der Entwickler der ersten Subroutine, der hat die Burroughs-Wheeler-Transformation, einen Algorithmus, der unter anderem im BZIP2 zur Verwendung findet. Und der Doktorvater von Björn Stroustrup war dem Entwickler von C++. Und der hat gesagt, all problems in computer science can be solved by another level of indirection, except for the problem of too many layers of indirection. Wir haben dieses Problem too many layers noch nicht getroffen. Mit Kubernetes habe ich so das Gefühl, wir kommen näher.
Nein, OpenStack, genau, noch ein Layer dazwischen, passt, ja. Und jetzt die Frage, wem die gehört, die Wirklichkeit, würde ich die Antwort ein bisschen umformulieren. Ich würde sagen, die Wirklichkeit definiert jene Person, welche die nächste Abstraktionsebene einführt. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Zwei Minuten? Ja, oder? Oder magst du noch? Fragen, Kommentare? Ansonsten, wer schnell ist, kann sich eine Mannerschnitte holen, bitte. Ah, da. Ganz oben. Ich werfe jetzt die Mannerschnitte nicht drauf. Ja, also Herr Österreicher kennen es auch, Wörzler, Niklaus Wörzler. Details. Da unten war noch eine Frage. Kommst du mal ganz unten? Ja, ich denke, dass diese ganzen Abstraktionen auch deswegen notwendig sind, weil jede einzelne Abstraktionsschicht eine Komplexität hat, die noch halbwegs beherrschbar ist. Ohne diese einzelnen Schichten wäre das einfach überhaupt nicht beherrschbar. Also es ist, ich denke mal, diese wahrscheinlich C64-Spielanwendung ist wahrscheinlich mit einem Assembler geschrieben worden. Ja. Und zwei, drei Personen, also danke. Es ist nicht nur so, dass das zu teuer wäre, jetzt irgendwie eine komplexe Anwendung in Assembler mit 14 Milliarden Transistoren zu bauen, es wäre einfach überhaupt nicht möglich, weil das Ding eine so große Komplexität hätte, dass man es einfach nicht beherrschen kann. Und dieses Runterbrechen in einzelne beherrschbare Teile, dieses Divide et Impera, das haben die ja im Römischen Reich schon gemacht, weil sie ja ihre Armee sonst auch gar nicht beherrschen konnten. Also das ist eigentlich ein uraltes Konzept, nur dass wir es halt mittlerweile in einer Art und Weise zelebrieren, das ist halt schon... Und ja, ich stimme dir vollständig zu, das Problem ist Separation of Concern, Separation of Duty, damit es beherrschbar wird, ja. Wie ich sehe das Problem momentan, dass das beherrschbar wegfällt, weil uns die Menschen mit dem Wissen wegfallen, diese wegseparierten, wegabstrahierten Dinge weiter zu pflegen und weiter zu entwickeln und zu streicheln. Das fällt uns auf der einen Seite weg. Auf der anderen Seite gibt uns auch zum Teil die Entwicklung in Unternehmen das Problem vor. Wenn du dir so ein Kubernetes-Ding oder irgend so eine Cloud-Deployment anschaust, das sind hochkomplexe 70-Layer-Dinger, wo du von Datenbank bis Netzwerk alles, das heißt, wenn du hier Architekt bist und das konzeptionieren musst und durchdenken musst, brauchst du mal eine Stunde, um dich einmal überhaupt in das Ganze hineinzudenken. So, was haben wir in Büros? Also A, sie treiben uns alle wieder in die Büros, statt uns im Homeoffice zu lassen. Und B, haben wir auf einmal Großraumbüros, wo nebenan der Nachbar telefoniert, dann kommt der Manager vorbei, was will was, dann hast du dich eine Stunde in das Thema hineingearbeitet. Du, wann gehen wir denn jetzt Mittagessen? Ich kann wieder von vorne anfangen. Also wir haben hier ganz viele Probleme auf ganz vielen Ebenen. Ich stimme dir hundertprozentig zu. Prinzipiell dieses Teil, divide et impera, wie Cäsar schon gesagt hat, teile und herrsche, ja, ist die einzige Methode, diese Dinge noch unter Kontrolle zu halten. Aber was ich sehe, ist, dass wir Zeug von uns weg abstrahieren und zu wem man und in ein somebody else's problem Feld hüllen. Aber niemand will die Verantwortung für dieses somebody else's problem übernehmen. Und das wird uns irgendwann auf den Kopf fallen, glaube ich. Ja, ich sehe es aber ein bisschen anders. Ich sehe es eher so, dass wir da natürlich jede Ebene ist eine Black Box. Und da gibt es im besten Fall eine gut dokumentierte API. Und ich nutze. Ja. Ja. Mhm. Entschuldige. Ich benutze auch nur diese gut dokumentierte API. Ja, ich meine, wenn wir jetzt auch noch mal irgendwie, ich bin auch so ein alter Sack, früher gab es irgendwie, da hat Intel gesagt, hier, wenn ihr die AMD-CPUs nehmt, dann funktioniert der Code nicht, nur weil nur bei uns sind die. Solange du nicht dividierst bei Intel-CPUs, aber das ist... lass uns das vielleicht noch... Wenn ich eine Blackbox habe und wirklich dann definiere... Ja. Aber wem gehört die Blackbox? Mein Problem ist nicht die Blackbox, mein Problem ist, wer übernimmt die Verantwortung für die Blackbox? Aber lass uns das noch bei einem Getränk weiter vertiefen. Okay. Eine letzte und dann...
Ja, ich glaube, die Komplexität, die wir uns geschaffen haben, ist im Prinzip eine, die ist jetzt vergleichbar wie bei einem Arzt. Der kann auch einen Patienten nicht auf molekularer Ebene erfassen und behandeln, sondern er muss ihn abstrakt erfassen und muss ihn auf einer übergreifenden Ebene behandeln. Und so kannst du im Prinzip DevOps sehen. Die müssen im Prinzip oben bleiben und gucken, dass die Zusammenhänge passen. Aber die können nicht jeden einzelnen Bit-Austausch verstehen. Das sind wir beim Thema T-Shaped Engineers. Beim Thema, wie habe ich das damals genannt, auf der FrostCon, hilf mir mal, Universaldilettanten. Du brauchst ganz viel Universaldilettanten, die in einem Thema vielleicht sich noch ein bisschen genauer auskennen. Dazu gibt es von mir einen Talk zusammen mit dem Stöps von der FrostCon vom letzten Jahr, kann ich auch sehr empfehlen, auch sehr unterhaltsam im Vergleich zu diesem hier. Aber ja, aber das Problem ist genau, uns fehlen die Menschen, die sich dann auch mit diesen Low-Level-Dingen noch beschäftigen wollen, und das wird immer wieder problematischer. Ich würde sagen, genau, wir sind durch mit der Zeit. Bei weitere Fragen einfach auf den Chunk einladen. Vielen Dank, Lyra, und noch einen schönen weiteren Abend. Ich danke.